Yo, was geht ab, Freunde? Euer Winnie. Herzlich willkommen hier zu einem South Park Let's Play. Wir sind jetzt hier gerade in Los Angeles und zocken hier den neuen Teil von South Park an. Wir sind jetzt hier gerade im Menü. Jetzt geht's los, wir gehen hier rein in den Strip Club. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird, weil ich habe das Spiel davor, glaube ich, gar nicht angetestet gehabt. Das hat, glaube ich, vor 3-4 Jahren mal der Mike Let's Play, der war auch auf dem Kanal mit tätig war. Ich kann ja mal kurz was einblenden von ihm. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen hier zum ersten Let's Play von South Park. Wir haben hier einen kleinen Special Guest hier dabei. Das ist der Stan. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon von South Park. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir da mal jetzt rein und schauen uns das Ganze an. Das ist alles auf Englisch, deshalb muss ich mich da erstmal reinfinden. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So, wir sind jetzt hier. Wir müssen erstmal schauen, was wir machen müssen. Ich denke mal hier die. Oh boy. What are you, a leprechaun? So, ich glaube, die ganzen gelben Sachen, die können wir alle berühren hier. What are you gonna do with that? So, da ist einer am Pissen. Also, das Headset ist auf jeden Fall mega gut, ey. Geile Qualität. Wir waren mal die Steuerung, wir haben hier so eine Karte vor uns. Wir können hier furzen mit Viereck. Panschen mit Dreieck. Er furzt die ganze Zeit, ey. Jetzt machen wir das erstmal hier kaputt, den Mülleimer. Boah, ich hab noch nie so ein geiles Headset drauf gehabt, ne? Die Quali ist so krank. Wir können sogar die Toilette benutzen. Eieieiei. Boah, man hört das wirklich in Dolby Surround, ey, wie der hier auf Toilette am Abdrücken ist, ey. Master Tanker. So, warte mal, jetzt haben wir noch. Wir können jetzt auf Instagram gehen, oder was? Machen wir ein Selfie, oder? Nein, warte, wir gucken mal erstmal hier, wie Steuerung alles funktioniert. Also, hier können wir die Karte sehen mit L1. L2 haben wir so einen Modus. Wir können den, glaube ich, auch schlagen oder so. Warte mal mit. Oha. So, da oben. Warte mal. Wir müssen erstmal hier gucken, was wir machen müssen. Also, wir können jetzt hier entweder rausgehen, aber ich glaube, hier ist noch irgendwas. Ach, Mann, ey. Ich muss jetzt mit der Steuerung klarkommen. So, mit L1. Also, vorhin habe ich irgendwas gesehen. Genau, da oben. Da blinkt was. Da müssen wir irgendwas machen. Müssen wir das irgendwie runterholen? Ja, geil. Einfach ein Kondom von der Decke geholt. Also, South Park kennt man. Er ist bekannt für die ganzen verrückten Sachen. Ich glaube, jetzt können wir aber auch raus. Oder wir können ihn auch nochmal anfurzen hier oder so. Bam. Der pisst ja richtig gut daneben. Wie lange pisst er überhaupt? 10 Stunden? So, jetzt gehen wir mal raus hier. Jawohl, jetzt geht die Party ab. Dicke Party hier auf jeden Fall am Start. There's only one thing we can do. We have to pick someone and take him to the VIP room. Find someone and meet me there. So. Find a stripper to take the VIP room. Also wir müssen auf jeden Fall zu drei Stripperinnen reden. Eine ist hier. Okay, eine haben wir. Sie sieht irgendwie aus wie Katy Perry. Ich weiß nicht warum. So, hier ist ein Koffer. Können wir nochmal aufmachen. Hier. Da ist die nächste. Come back when you're 21 and I'll let you suck on Komm zurück, wenn du 21 bist. Eieiei. Talk to Captain Diabetes. Na, wo ist denn der Captain Diabetes, aber? Wir müssen erstmal suchen. Ich glaube, das ist der da vorne. Das müsste der da vorne sein. Hey, Sidekick. No luck, huh? That's okay. I've done a couple guys. Remember to just play along. Hey, you two girls ready to party? So this is your friend, huh? She's hot as fuck. That's right. Ja, die sind so Rille, Alter. I don't know, she's kind of short. I like them short. You take the one with the speech impediment. Come on, get some dances. I was thinking we could just go in there and talk for a little while. Yeah, first we get dances, then we talk. Oh, okay. Ach du Scheiße. Eieiei. Jetzt sind wir die Stripperin, oder was? I danced from a girl with a penis tattoo? Hey, we didn't come back here to talk, baby. Yeah, no talking until you finish grinding on our chubs. Oh, all right. Okay, Sidekick, you know what this means? Yeah, man, Lapdance Minigame. Okay, jetzt müssen wir anscheinend strippen. Okay, ready? Let's go. Alter, mit Viereck noch schön anfurzen. Das gefällt dem bestimmt. Junge, Junge, ey. What kind of move was that? What? Ja, die Musik ist auf jeden Fall geil, ey. Oh, come on, you're killing my boner. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Junge, 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 ey. Das wieder drehen, 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 drehen. Ja, man kennt ja South Park, ist bekannt für sowas, ey. Diese ganzen verrückten Sachen, man. Ich weiß noch damals die WoW-Folge, die war mega geil. Komm mal, Schlüssel.
Oh, Alter, jetzt kommt das Finale, Alter. Hör mir auf. Go, 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 go. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich glaube, muss das zum Takt machen oder muss man das ganz schnell machen? Ich mach einfach mal ganz schnell. Go, 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 go. Alter. Wie schnell muss man das denn machen, Mann? Viereck, Viereck. Jetzt kommt die ultimative Furzexplosion. Ja, wir haben es geschafft, Leute, ey. Junge, 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 ey. Okay, shot time. Chat time? Aw, man. So, what kind of work do you guys do? And have you ever danced with a girl here who has a penis tattoo? Why do you keep talking about a stripper with a penis tattoo? yeah, Classy, that's her name. Her name is Classy? Yeah, Classy with Claffy? An I. Her name is Classy. Dick that hangs off the sea, which fucks the L out of the ASS. Of course. Hence the tattoo. We have the name, new kid. Come on. What are you talking about? This is the worst VIP experience ever. Yeah, all I did was get farted on. You ain't going nowhere. Ha-ha! I am the ordinary stripper. I am Captain Diabetes. What? My sidekick and I simply used our powers of disguise to extract information from you. You won't get away with this, Captain Diabetes. Defeat the VIP client. Start combat. Okay, wir müssen jetzt die zwei besiegen. Also zwei gegen zwei, ja? My boner is wearing me down. Yeah, all I did was get farted on. Okay, so jetzt haben wir hier unten links die Attacken, das wurde uns vorhin ein bisschen erklärt. Also wir können sehen, unter dem Viereck, Dreieck und Kreis, da sind die Felder, sag ich mal, wie weit die Attacke geht. Und da muss er jetzt hier taktisch vorgehen. So, wir haben jetzt zuerst den Ober, nicht den Captain Diabetes. Wenn wir zum Beispiel hier hinstellen und jetzt Dreieck drücken. Okay, jetzt können wir sogar sehen, in welchem Bereich das geht. Also wir werden immer nur den einen treffen. Vielleicht treffen wir ja mit... Ja, ich glaube jetzt haben wir nur die Option, einen zu treffen von denen. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier Kreis. Oder wir machen Viereck. Ne, Viereck bringt da gar nichts. Viereck ist ja nur ein für einen. Wir machen einfach mal Dreieck. Machen wir das hier. So, jetzt greifen wir den an. Ach, jetzt greifen die auch an, oder was? Oh, 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 oh. Oh, oh. Okay. So, jetzt müssen wir mit dem hier angreifen. Also wir können nur in den Bereich gehen. Warte mal. Er hatte andere Attacken, die könnt ihr ja gerade hier sehen. Ich glaube, keine von denen ist effektiv, ne? Aber ein Viereck, ne, keine bringt was eigentlich, ne? Warte, was machen wir denn jetzt? Wir machen einfach mal Dreieck. Vielleicht macht er dann was mit dem Tisch. Ne. Wir können ja, glaube ich, keine Attacken machen. Doch, wir machen einfach mal was. Ich mache jetzt mal einfach die Attacke. Ja, jetzt sind wir wieder an. Okay. So, jetzt können wir, glaube ich, beide angreifen. Ja, guck, wenn wir drei drücken, ihr könnt sehen, die roten Felder. Da können wir den attackieren. Wir können die auch bewegen. Ach so, okay. Ja, so ist, glaube ich, perfekt. Ja. So machen wir das jetzt. Bam. Jetzt sind die wieder dran. Ey, Scheiß, will ich nicht verkacken, Leute. Mann. X. Wie viel Leben haben die überhaupt noch? Aber die haben noch voll viel Leben, der eine hat ganz wenig. Oh, oh, oh. Jetzt gibt er uns erstmal ein paar. Oh, X. So. Okay, was machen wir jetzt, Leute? Wir können auch mit Pfeiltaste nach oben, also diesem Steuerkreuz, können wir, glaube ich, leben ist das, ne? Ah, jetzt. Okay, jetzt lädt er sein Leben auf. Jetzt ist der andere dran. Ich glaube, hier machen wir diesmal Viereck, weil der ist ja direkt vor uns. Das ist praktisch. Machen wir mal das hier. Jetzt macht Psychokinese. Sidekick. Like Conor McGregor. Ey, das ist so crazy, Alter. Muss man einfach gegen so besoffene Rille Peters kämpfen, Alter, ey. Aber das ist irgendwie lustig, Mann. Feier ich, Mann. Oh. Ey, wir sind gleich kaputt, ne? Der eine ist gleich am Arsch. I don't know, ja. Okay, der eine ist schon mal platt. Da ist nur noch der hier. Was machen wir für eine Attacke an dem? Ja, der ist weg. Ich glaube, wir machen mal die Kreisattacke. Die hatten wir ja bisher noch nicht. So. Komm. Bam. Der hat doch voll viel Leben irgendwie, Mann. Aber jetzt können wir dem den Rest geben mit dem, ja. Machen wir wieder Viereck. Nee, warte mal. Nein, die bringt da gar nichts. Warte mal, Viereck. Ich kann irgendwie gar nicht attackieren. Warte mal. Ich glaube, oder Dreieck. Warte mal, ja, so jetzt, perfekt. So jetzt, bam. Perfekt. Ich glaube, jetzt gehen wir dem richtig eine mit, warte.
Was ist denn L1? Ich glaube, seht ihr das unten links? Da können wir, glaube ich, so eine Special-Attacke machen. Das ist aktiviert. Viereck. Aber wir können... Warte mal. So, jetzt habe ich den. Jetzt greife ich den an. Bam, bam. So, jetzt haben wir den. Perfekt. So, 28 Cent haben wir bekommen, oder 0,28 $? Great work, New Kid. Now let's get back to the main floor. Yes. All right, guys, hope you're having a good night out there. Be sure to tip your waitresses and maybe buy a drink for the DJ. Next up on the main stage, we've got a little bit of hot sauce coming up your way. Let's give it up for Esmeralda. Esmeralda. That's it. The DJ calls the bitches names, and then the bitches come out of that back room. Nugent, we need to find a way to distract the DJ. I got it. Gin and tonics always make my mom pass out. If we can make one and spike it with something really strong, he'll be out for sure. Go make that drink, sidekick. Okay, ich verstehe. Jetzt müssen wir dem DJ einen Gin Tonic machen. Jetzt kriegen wir hier das Rezept dafür. DJ Special Receive, Alter. Das wird bestimmt richtig lecker werden, ey. So, jetzt haben wir unsere neuen Aufgaben. Get rid the Gin. Find the Gin and Tonic. Okay. So, jetzt müssen wir in irgendeinen Raum. Da hinten ist Private Raum. Hier gibt's nichts. Ich denke mal, wir müssen jetzt hier in diesen Raum. Also hier links vorne. Oder hier ist vielleicht noch was? Ne, hier ist ein ATM. Mal Geld abheben. Alles klar, so. Jetzt gehen wir hier rein. Warte mal, hier ist irgendwie so ein Gas, seht ihr das? Warte mal. Vielleicht mit Punchen dagegen? Ne. Hier ist auf jeden Fall noch ein Backofen. Vielleicht ist hier was drin. Ne, haben wir noch irgendwas Pizzamäßiges bekommen? Was ist hier drin? Wir gucken mal überall nach, bevor wir was machen. Also diese gelben Dinger, die kann man alle, sag ich mal, interagieren. Hier ist auch noch was drin. Da oben an der Decke ist irgendwas, oder? Also wir machen mal hier... Ging das mit L1? Nee. Mit L2, genau. So, hier können wir jetzt... Nee, das bringt nichts. Dagegen schlagen vielleicht? Jawohl. Wir müssen das irgendwie runterbekommen. Also, wie kriegen wir das denn runter, ey? Nee, das bringt auch nichts. Warte mal, irgendwo muss das doch gehen. Ah, okay. So, und jetzt? Jetzt muss das irgendwie nach oben. Ich glaube, wir müssen jetzt... Rein logisch müssen wir dagegen furzen, dann steigt das Gas und dann springt alles runter. Easy. Okay. Jetzt haben wir das Boogers Kamm. Ach, scheiße, Alter. Lecker. Das wird ja ein richtig leckerer Gin werden, Mann. So, wir gehen jetzt mal weiter. Es geht hier einmal weiter und nach unten geht's. Wir gehen jetzt mal nach oben rein. Guck mal, da oben ist eine Ratte. Aber da oben leuchtet, da seht ihr, dass da oben rechts da, wo die Ratte ist. Also müssen wir irgendwie da hoch, denke ich mal. Hier ist eine Leiter. Hier ist noch ein Schrank. Wine Cooler Mix. Okay, da ist nichts, was wir gebrauchen können. Ich denke, wir müssen die Leiter schieben. So, wir können die Leiter jetzt nehmen. Schieben die erstmal hier hin. Da oben ist ja auch noch was am Leuchten. Oh. Ich weiß nicht, ob das war, ne. Können wir nicht da hochklettern? Oder hier links? Ihr seht ja die Spur. Es zeigt ja schon quasi förmlich, dass man hier hin muss, oder? Ja. So, jetzt hier ist irgendwas. Ich glaube, wir müssen wie vorhin bei der Mülltonne gegenschlagen. Easy. So. Perfekt. Rattenscheiße. Lecker. So, was fehlt jetzt noch? Jetzt gibt's Find the Gin and Tonic. Okay. Jetzt müssen wir noch den Gin Tonic finden und dann das irgendwie mixen, Alter. Dann gönnt er sich richtig, ey. So, also, wir waren jetzt hier rechts gewesen. Hier unten wird uns noch was angezeigt. Hä? Ja, schaffe ich. So, jetzt gehen wir hier mal unten in diesen Raum rein, da waren wir ja noch nicht. Hier ist ein Baby, da ist Money. Nehmen wir mal mit. So, wir sind jetzt hinter der Theke. Also ich glaube, hier müssen wir jetzt irgendwo ja den Gin Tonic kriegen. Hier ist ein Kühlschrank. Hier vielleicht. Ne, hier ist Banks. Hier müsste das bestimmt drin sein. Jawohl, jetzt haben wir alles bekommen. Craft a DJ Special in Crafty. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, zum DJ. Weil der wollte ja diesen Gin haben und dann... Die wollen ja diese Cassidy, oder wie die heißt, rausrufen und den DJ quasi ein bisschen manipulieren. Ja. Einfach im Stripclub hier, echt GTA-Feeling, Mann. Ah, Craft, okay. Ah, ich hab was vergessen, Leute. Wir müssen das jetzt nämlich alles zusammen mixen. Ich wusste nicht, wie das geht. Von mir wurde gerade geholfen. So, jetzt machen wir daraus diesen Special. Ja, lecker, Alter. Da ist Gist drin, Rattenscheiße und der Gin Tonic. Das wird bestimmt richtig lecker schmecken. So. Okay, jetzt geht's los. Oh, jetzt furzt er noch rein, oder was? Fart. Sorry, you had to see that, sidekick. But nothing in this world makes me more angry than fart. And awakens the heat-seated rage that I harbor within me.
I wish it didn't have to be farted. But that'll definitely take the DJ out long enough for us to call out Classy. Okay, jetzt müssen wir da... Okay, so. Jetzt haben wir das. Und jetzt müssen wir das dem bringen, bestimmt. Jetzt müsste es fertig sein. Der gönnt sich jetzt richtig, Mann. Der gönnt sich jetzt richtig. Als rufen die raus, ey. With an eye and a little dick to fuck the hell out of the ASS. Give it up for Classy. Hey, what you calling me out for? I ain't on stage yet. Wait a minute. You ain't the DJ. That must be her, new kid. Oh, shit, it's 5-0. Cops are here. After her. So, jetzt haben wir das geschafft. Ja, perfekt. Wir haben es geschafft, Leute. Das war's auf jeden Fall hier von South Park. War auf jeden Fall mal cool gewesen. Ey, auf Deutsch wäre es, denke ich, noch ein bisschen einfacher, aber hat man auch relativ gut alles verstanden. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.